Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Meyer und ich möchte heute ein bisschen über Salt erzählen. Das ist eine Konfigurationsmanagement-Lösung bzw. generell ein Systemmanagement-Tool, mit dem man Server verwalten kann, erstellen kann, viele weitere Sachen. Ich arbeite für DB1 Systems. Wir machen viel Consulting-Schulungen im Open-Source-Umfeld. Und mit Fokus auf Linux entsprechend, aber auch einfach so, wenn Sachen anstehen. Konfigurationsmanagement, Systemmanagement, Cloud, Monitoring, was es halt so alles Schönes gibt hier. Und ja, dann würde ich einfach mal anfangen, ein bisschen was zu Salt selbst zu sagen. Was ist Salt eigentlich? Und dann im Anschluss auch nochmal auf konkrete Anwendungsszenarien eingehen, was kann ich mit Salt im Endeffekt machen und ja, wofür würde ich das benutzen, welche Vorteile hat es gegenüber anderen Konfigurationsmanagementsystemen, gibt es ja doch eine Menge. Ist jetzt einfach eines von vielen Konfigurationsmanagementsystemen, die es momentan gibt, Puppet, Chef, Ansible, CF Engine und bestimmt noch hunderte weitere und der Fokus von Salt liegt halt auf dem gesamten System-Lifecycle, sodass ich nicht nur das System läuft schon, ich möchte jetzt dauerhaft irgendwie Konfigurationen darauf deployen oder meine Anwendung läuft schon, ich möchte da vielleicht was dran ändern, sondern ich kann tatsächlich eine virtuelle Maschine damit erstellen, das System damit vollständig installieren, aufbauen. Und auch Applikationen natürlich deployen. Und wenn ich möchte, kann ich das System auch quasi über Salt wieder abbauen. Das Ganze skaliert sehr gut bis mehrere tausend Systeme. Dann muss ich anfangen, mir mal Gedanken zu machen, wie groß meine Landschaft eigentlich werden sollte und das Ganze ein bisschen mehr auszubreiten. Funktioniert aber auch sehr einfach und sehr schön auf eher kleineren Umgebungen, dass ich das also auch einsetzen kann, wenn ich nicht nur viele Systeme habe, sondern auch einen eigenen Server zum Beispiel, wo vielleicht zwei VMs drauflaufen oder solche Sachen. Es ist sehr einfach zu lernen. Es benutzt nämlich YAML als Format für quasi alles. Und YAML, wer es schon mal gesehen hat, ist ja jetzt im Endeffekt nicht sonderlich kompliziert. Wir haben neben dem Konfigurationsmanagement-Teil auch eine Remote-Execution-Funktionalität. Sprich, ich kann entweder vorgefertigte Salt-Module auf dem entfernten System ausführen oder entsprechend einfach eigene Befehle absetzen, die dann über die Shell ausgeführt werden, sodass ich dort tatsächlich auf dem System machen kann, was ich möchte. Das Ganze funktioniert auf zwei Wegen. Entweder das System ist schon mit Salt registriert, dann wird diese Kommunikation genutzt. Alternativ könnte auch dort SSH genutzt werden. Auch das unterstützt Salt. Vom Konzept her habe ich einen Master-Server und der sendet Kommandos und Konfigurationen an die entsprechend registrierten Clients. Die heißen hier Minions und die senden dann ihre Ergebnisse wieder zurück an den Master-Server. Die Kommunikation hier erfolgt verschlüsselt und damit kann ich das also auch ohne Probleme zum Beispiel übers Internet einsetzen. Muss ich halt dann generell beim Aufbau bedenken, dass die Kommunikation stabil sein sollte und ähnliche Sachen. Wenn mir das zu unsicher ist, könnte ich da auch dann einfach den SSH-Transport nehmen, ohne dass ich jetzt die Registrierung der Minions am Master vornehmen muss. Ich kann das Ganze skalieren. Wenn ich meinen Master-Server habe, kann ich Minions direkt daran anbinden und ich kann sogenannte Syndic-Minions aufbauen. Die sind quasi einfach ein Proxy-Server, an die ich dann nochmal eigene Minions anbinden kann und die dann die Kommunikation zum Master spiegeln, einfach um dort ein bisschen eine Entlastung durchzuführen. Die cachen dann auch entsprechend wichtige Sachen, sodass auf dem Master-Server tatsächlich die Last ein bisschen runtergeht. Wie gesagt, da brauche ich mir dann Gedanken machen ab ein paar tausend Systemen, wie ich das so aufbauen möchte. Das Ganze geht auch hoch verfügbar, wenn ich das haben möchte, dass ich quasi Master-Replikation einbaue und dann auch hier mit einem Syndic-Client vielleicht nochmal arbeite, um dann bei den Minions mehrere Master einzutragen,
Und die nehmen dann einfach den, der verfügbar ist. Standardmäßig gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder die Minions holen sich ihre Sachen vom Master, wie es ja auch bei Puppet so läuft. Ich habe einen Client, was auf dem, ein Salt Client, der auf dem Minion läuft. Und der holt sich dann in regelmäßigen Abständen oder wenn ich ihm das sage, seine Daten vom Master Server. Oder aber ich pushe die Konfiguration dann vom Master Server an die Minions zurück. Dritte Möglichkeit ist, ich habe die Konfiguration in einem Git, spiegle die einfach lokal auf dem Minion und wende sie einfach lokal nur an. Das ist dann quasi so eine Art Masterless Setup. Auch das kann man relativ problemlos mit Salt umsetzen. Und wie gesagt, das hatte ich schon erwähnt, wenn ich jetzt den Minion nicht registrieren möchte oder die Client-Software nicht darauf laufen lassen möchte dauerhaft, kann ich das Ganze über SSH verteilen. Dann wird quasi ein Binary auf den Server kopiert, mit dem Salt dann interagiert, um die Sachen dort auszuführen. Und hier erfolgt die Kommunikation dann ganz einfach schön verschlüsselt über SSH, funktioniert auch natürlich mit SSH-Keys, dass ich dort also keine Probleme habe, irgendwie meine Minions zu verwalten. Zuerst mal zu dem Remote Execution System, weil das so eigentlich der Einstieg ist. Das funktioniert ähnlich wie bei Ansible. Ich rufe das Salt-Kommando auf dem Master auf, sage, okay, auf welchem Host soll das Ganze ausgeführt werden? In dem Fall auf allen. Welches Modul mit welcher Funktion soll ausgeführt werden? Da gibt es jetzt hier zum Beispiel DiskPersoned und vielleicht noch irgendwelche Argumente für diese Funktion dann. Das DiskPersoned in dem Fall würde mir auflisten, okay, zu wie viel Prozent ist dieses erste Argument hier belegt? Sprich SAV, wie viel Platz habe ich auf dem Mountpoint, der dahinter liegt? Da gibt es ganz viele verschiedene Module. Wir sind mittlerweile bei mehreren hundert Stück, glaube ich, die jeweils dann eigene Funktionen haben, auch für alle möglichen Anwendungen, sprich OpenStack, Libvirt, ja, was man damit so verwalten möchte. Es gibt aber auch die Möglichkeit, tatsächlich mit dem CMD-Run-Modul dann eine ein beliebiges Shell-Kommando einfach auf dem fertigen System auszuführen. Damit habe ich dann quasi die komplette Flexibilität, die ich brauche. Jetzt möchte ich aber das Targeting, was ich hier habe mit dem Sternchen, nicht nur auf Namen machen können. Namen sind zwar schön, wenn ich viele Server habe, gerade auch in heterogenen Umgebungen, hilft mir das aber nicht unbedingt weiter. Und da kann ich dann sogenannte Grains verwenden. Grains heißen bei Ansible und bei Puppet Facts ist im Endeffekt genau das Gleiche. Sprich einfach Daten über die Minions, anhand derer ich dann bestimmte Entscheidungen in meinen States oder beim Targeting schon treffen kann. Sprich, da steht dann drin, welche Betriebssysteme sind da drauf, welche IPs sind da drauf, in welche Versionen davon, welche Version von Salt. Gibt es relativ viele verschiedene Informationen, wie es auch bei Puppet ja der Fall ist. Ich kann auch eigene dort anlegen und habe dort also eine relativ hohe Flexibilität. Und anhand dieser Grains kann ich dann auf meinem Master die Auswahl treffen, okay, hier möchte ich jetzt auf allen meinen Fedora-Servern möchte ich jetzt diese Konfiguration deployen, auf allen meinen SUSE-Servern eher diese. Oder Paketnamen unterschiedlich dann in den Konfigurationen setzen. Bietet mir also die Möglichkeit. Wichtig hier ist zu beachten, Grains werden unverschlüsselt übertragen, weil im Endeffekt keine geheimen Daten dahinter sind. Und die werden dann quasi auch an den Master geliefert und in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Wenn ich jetzt Konfigurationsmanagement machen möchte, dann habe ich gesagt, benutze ich YAML. Ich vergebe eine ID. Sage, welcher Modul und Funktion ausgeführt werden soll, beziehungsweise welcher State an der Stelle und gebe dann dort die entsprechenden Argumente an. Das können entweder einzelne Argumente sein, wo ich nur einen Wert habe oder entsprechend eine Liste von Argumenten oder wieder ein Array. Kommt immer auf das Modul dann an. Und das wäre dann zum Beispiel ein Package.installed.
als Funktion und dann muss ich nur noch den Namen mit angeben. Und dann würde er hier einfach dafür sorgen, dass dieses Paket dann entsprechend installiert ist. Jetzt muss ich noch die States, die ich mir quasi so geschrieben habe, in denen dann meine Konfiguration hinterlegt ist, an die Systeme zuweisen. Hier gibt es die sogenannten Top-Files, in denen ich quasi festlege, okay, welche Systeme bekommen jetzt im Endeffekt welche States, die ich mir geschrieben habe. Alle Systeme sollen jetzt hier Monitoring, SSH und Syslog bekommen. Alle Systeme, die LAN im Namen haben, sollen dann meine NTP-Config für das lokale LAN bekommen und alle, die DMZ im Namen haben, entsprechende DMZ-Config und nochmal extra eine Firewall-Konfiguration ausgerollt. Ist im Endeffekt das gleiche, was bei Puppet eine Side-PP ist oder bei Ansible das Playbook-File, wo ich dann einfach sage, okay, hier, diese Server kriegen das zugewiesen. Wenn ich das Ganze jetzt erweitern möchte, um Variabilität auf dem Server bestimmte Werte setzen möchte, also auf dem Master-Server bestimmte Werte für die Clients setzen möchte, dann gibt es hier einen variablen Speicherort, das nennt sich Pillar. Ist im Endeffekt das, wofür ich bei Puppet dann Hira einsetzen würde. Und hat im Endeffekt als Backend standardmäßig YAML-Files, kann aber tatsächlich auch Hira benutzen. Oder auch einen Formen. Da gibt es viele verschiedene Varianten. Und das sieht dann gegebenenfalls ein bisschen komplexer aus. Das ist jetzt mal ein Beispiel für Pillar. Auch wieder YAML. Ich setze eine Variable NTP oder ein Dictionary NTP. Darunter setze ich die Variable NTP Servers und einen Kommentar. Und jetzt frage ich hier quasi schon mal meine Grains ab. Sprich die Informationen über die Server und sage, okay, wenn der Servername mit myNTP-Server anfängt, dann kriegt er diese oberen, diese NTP-Server als seine Maße quasi zugewiesen und für alle anderen Systeme werden die internen NTP-Server dann genutzt. Soll jetzt quasi einmal demonstrieren, okay, ich habe mein Master-Server, der connectet sich nach außerhalb und holt sich von dort die Zeit. Und alle anderen Systeme sollen bitte die internen NTP-Server benutzen. Jetzt habe ich hier was drin, was jetzt kein YAML ist. If, else, and if. Das ist Ginger, vielleicht von Ansible auch bekannt. Ist eine Templating-Engine, die ein bisschen Programmiersprache in das Ganze mit reinbringt, sodass ich Verzweigungen nutzen kann, Schleifen nutzen kann. Und hier habe ich dann tatsächlich die Möglichkeit zu fragen, abzufragen die Grains, um quasi damit zu arbeiten. Ich kann viele Python-eingebaute Funktionen verwenden. Das Ganze ist in Python geschrieben, Ginger und Salt ebenfalls, sodass ich, wenn ich auf mit Strings arbeite oder so, dann auch die entsprechenden Funktionen aus Python heraus benutzen kann. So, und mit diesem Pillar-Example werden jetzt die Variablen unterschiedlich gesetzt pro System. Und dann brauche ich auf dem, in meiner NTP-State-Datei quasi nur auf diese Variablen, die ich hier gesetzt habe, zuzugreifen und kann den gleichen State auf allen meinen Servern anwenden, unabhängig davon, ob die jetzt meine internen NTP-Server sein sollen oder einfach normale Server, die ihre NTP-Daten von woanders hören. Auch Pillar hat ein entsprechendes Top-File, über das das Ganze zugewiesen wird. Und auch hier kann ich dann pro Server wieder die Zuweisung treffen. Für alle Server gibt es diese Pillar-Data. Für meine LAN und für meine DMZ-Server jeweils andere Pillar-Data. Quasi korrespondieren zu dem hier. Wenn ich das jetzt hier rüber abbilde, dann brauche ich nicht mehr unbedingt unterscheiden zwischen NTP-LAN und NTP-DMZ. Sondern kann überall die gleichen State verteilen und die Variabilität dann über die entsprechenden Pillar-Daten zuführen. Jetzt möchte ich so eine Konfiguration ausrollen. Wie mache ich das? Dafür gibt es das State-Modul. Dort kann ich entweder den sogenannten High-State ausrollen. Das ist das,
was ich hier jetzt quasi im Top-File definiert habe. Dann geht das System hin, sagt, ich möchte gerne alle meine Konfigurationen haben. Der Master guckt in dem Top-File nach, okay, für dieses System sollte das gemacht werden und wendet die dann quasi auf das System an. Das ist der High-State. Und ich kann über state.sls oder state.apply ein einzelnes State-File, was ich vorbereitet habe, auf den System ausrollen, ohne dass das jetzt irgendwie dauerhaft über den High-State mit ausgerollt wird. Das dient einfach dazu zu sagen, okay, ich habe jetzt hier mal was Neues geschrieben, ich möchte entweder das einzeln testen oder ich muss jetzt auf all meinen Servern eine Konfigurationsänderung quasi durchführen, das ist eine einmalige Geschichte, schreibe ich mir so ein kleines State-File, wende das einmal an, die muss nicht dauerhaft irgendwie sichergestellt sein, dann könnte ich das darüber machen. Ich hätte ja vorhin auch gesagt, Minions können auch vom Master ihre Daten ziehen, müssen also nicht unbedingt das vom Master gepusht bekommen. Dann könnte ich auf dem Minion entsprechend das Salt-Call-Programm ausführen, um diese Informationen sich ziehen zu lassen. Ebenfalls die gleichen Module und die gleichen Parameter sind dort verfügbar. Es ist nur halt nur, dass hier der Minion dann zum Master geht und sagt, hey, ich hätte gerne. Und auf der Seite geht halt der Master zum Minion hier, führ das mal aus. Jetzt möchte ich, wenn ich meinen Code geschrieben habe, den möglichst häufig wiederverwenden, da wo es Sinn macht. Dass ich quasi den nicht immer für jedes Projekt, was ich habe, neu schreiben muss oder dass ich auch mal von anderen Leuten dann einfach Code nehmen kann. Bei Puppet haben sich hierfür Module eingebürgert, die verteilt werden auf der Puppet Forge. Bei Ansible sind das ganze Roles, die bei The Galaxy verteilt werden. Und bei Ansible heißt das ganze Formulas. Und im Endeffekt, was das ist, ist eine Ansammlung von State-Files und normalen Dateien, die vielleicht benötigt werden, Templates, ähnliche Dateien. Und mit diesen kann ich dann die entsprechende Funktionalität der Formula nutzen. Ich kann also dann mir das einfach runterladen, bei mir einbinden und sagen, benutze das jetzt. Die Benutzung selbst wird erst sinnvoll möglich dadurch, dass ich halt über die Pillar-Data das Ganze mit Variablen versorge, dass ich das auf meine interne Umgebung quasi anpasse und quasi parametrisierte States dann wirklich für mich benutzen kann. Es gibt ein offizielles Repository momentan dafür, das heißt github.com/formulas. Es gibt jetzt keine zentrale Seite, wie es die Puppet Forge zum Beispiel ist, sondern dort werden einfach die Beispiele gesammelt, kann sich jeder beteiligen, im Endeffekt auch eigene Sachen einreichen. Dadurch, dass das aber halt auf diesem zentralen Projekt abgelegt ist, gibt es jeden Namen oder jede Formula im Endeffekt erstmal nur einmal. Salt oder Salt Stack, die Firma hinter Salt, hat dann dort erstmal noch den Daumen drauf, macht quasi ein bisschen Qualitätskontrolle und guckt, dass da keine Bogus-Sachen reinlaufen. Das demonstriert zeitgleich auch so ein bisschen das Problem mit Salt. Wir haben außerhalb der offiziellen Salt-Stack-Umgebung momentan noch relativ wenig Ressourcen, um irgendwie was nachzugucken. Wir haben eine sehr umfangreiche Dokumentation, die bereitgestellt wird, aber außerhalb davon wird es erst langsam, was das auch weitere Ressourcen dann dazukommen, Blogs, die sich irgendwie damit beschäftigen, Codebeispiele teilen. Das, was man natürlich bei Puppet oder auch bei Ansible schon viel mehr jetzt hat. Diese Formulas kann ich entweder direkt aus einem Versionskontrollsystem benutzen, sprich ich kann quasi das Git direkt einbinden und sagen, benutze das daher, oder ich klone mir das runter, benutze einfach die Dateien. Ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich benutze Includes, um das Ganze aufeinander aufbauen zu lassen, konfiguriere das über Pillar Data und ich habe quasi eine Datei, die Default-Variablen sind. Das ist meine Ginger-Map. Damit werden für bestimmte Betriebssysteme einfach bestimmte Default-Variablen gesetzt oder Paketnamen auch gesetzt, dass ich das nicht alles angeben muss und aber auch nicht in meinem Code habe. Sprich, damit mein Code schön sauber bleibt und ich einfach nur dann drinstehen habe, okay, installiere dieses Paket und als Paketname wird dann nicht der eigentliche Paketname, sondern eine Variable angegeben
Und diese kann ich dann hier in dieser Map setzen. Das sollte normalerweise der machen, der diese Formula dann auch erstellt hat. So, jetzt wollte ich das Ganze mal ein bisschen demonstrieren. Habe jetzt eine ganze Weile geredet. Und dann brauchen wir einmal den Salt Master. Kann man das einigermaßen sehen? Vermutlich nicht. Das sieht schon ein bisschen besser aus. So, als erstes möchte ich erstmal gucken, ob alle meine Systeme erreichbar sind. Sind jetzt gerade zwei registriert. Mein Salt Minion 3 und Salt Minion 1. Und dieses Test-Ping-Modul ist einfach so eine Abfrage. Seid ihr da? Ping. Und wenn Pong zurückkommt, ist alles gut. Wenn er jetzt eben ein Minion nicht erreichbar wäre, würde entsprechend eine Fehlermeldung kommen, dann würde er auf einen Timeout warten und dann könnte ich damit entsprechend weiterarbeiten. Wenn ich jetzt ein Paket installieren möchte, könnte ich sagen package.installed und das soll bitte der Apache 2... Oh. Package installed is not available. Package install, so. Installiere bitte Paket Apache 2. Das habe ich jetzt keine Rückgabe. Was das heißt, im Endeffekt, das Paket ist schon installiert. Ich muss es jetzt also nicht noch irgendwie was weiteres damit machen. Wenn ich jetzt sagen würde, Package install, können wir da Schönes nehmen. Haben wir End. Dann kriege ich entweder eine Meldung, dass das Paket nicht verfügbar ist, wenn es das nicht ist, oder dass er es installiert hat. Im Endeffekt, was er macht, er geht halt auf den Minion, führt dort über den Minion einfach den lokalen Paketmanager aus, in dem Fall apt. Wenn da jetzt ein Fedora dran wäre, würde er halt DNF benutzen oder YAML und installiert dann mit diesem das Paket. Warten. So. Das dauert jetzt wohl noch etwas, bis das weiter ist. Dann habe ich hier mal so ein bisschen ein paar States vorbereitet. Zum einen würde ich jetzt erstmal kurz in meinen Topfile reingucken. Dort steht jetzt drin im Endeffekt, okay, in meinem Base Environment auf alle Server sollen die States Host, NTP und Salt Minion ausgerollt werden. Auf alle Server, die Ubuntu-Server sind, soll noch UFW quasi ausgerollt werden, also die Ubuntu Firewall-Konfiguration. Und auf den Salt Minion 2 soll noch, der soll als NTP-Server dienen, da soll also NTP.server ausgerollt werden. Und auf Salt Minion 3 sollen noch ein paar mehr States dann ausgerollt werden, die ich so benutzen kann. Wenn ich mir jetzt so einen Host State zum Beispiel mal angucke, dann sieht er so aus. Okay, die Datei, um die es geht, für mich ist jetzt etc hosts. Die möchte ich aus einem Template erstellen. Das heißt myhostsfile.j2. Und wichtig ist für mich, okay, der Minion-Service, also Salt Minion, muss laufen und der hat jetzt in dem Fall einen Watch auf dieses Host-File. Sprich, wenn sich das Host-File ändert, warum auch immer, weil sich Variablen geändert haben oder ähnliches, oder weil es auf dem Host selbst verändert wurde, sodass es nicht mehr mit dem übereinstimmt, was jetzt hier verteilt werden soll, dann würde dieser Service quasi neu gestartet werden und
damit dieser Service laufen kann, muss natürlich auch das Paket installiert sein, Salt Minion. Und hab hier also auch nochmal gleich Abhängigkeiten mit drin. Ist alles Jinja, ist ein einfaches Format, ist sehr gut dokumentiert. Das Template. Hoppla, ist My Host File. Sieht ein bisschen anders aus. Das ist einfach die entsprechende Textdatei. Dann habe ich hier oben meine Grain FQDN, sprich der Hostname, soll gesetzt werden, dass darüber Localhost erreichbar ist für das jeweilige System. Und der Salt Master soll, oder die Salt Master IP-Adresse soll über den Salt Master Hostname und alternativ noch über Salt Master und Salt als Namen erreichbar sein. Genauso wie dann händisch tatsächlich alle anderen Minions noch einmal eingetragen worden sind. Auch diese hier hätte ich jetzt zum Beispiel über eine Schleife machen können, wenn ich auf meinem Server definiert hätte, okay, diese Minions gibt es irgendwo, dann hätte ich die hier quasi einmal aufzählen lassen können. So, und wenn ich das Ganze jetzt dann quasi auf den Systemen ausrolle, sprich führe den Host-State auf den System auf, dann würde er mir jetzt hier zurückgeben, okay, er hat die Datei verteilt, der Dienst läuft, wurde nicht neu gestartet und der das Paket musste auch nicht neu installiert werden, war ja auch schon da. So, das ist also dann die Rückgabe, die ich bekomme, ist jetzt hier ein bisschen mehr aufgeschlüsselt. Was waren die Rückgabewerte gewesen? Und wenn man das Ganze sich nochmal komplett angucken will, was nochmal nach Let's Pipen, sieht dann also so aus, okay, die Datei, keine Changes waren notwendig, waren schon richtig. Und dann das, was wir eben schon so ein bisschen gesehen hatten. Wenn ich dann auf dem, ich könnte mal gucken, ob das jetzt mittlerweile wieder voll da ist. So, also hier hat er dann entsprechend jetzt entinstalliert. Hat ein bisschen länger gedauert, weil er ein paar Sachen runterladen musste. Und er hat natürlich auch gleich die Abhängigkeiten von ent mit installiert. In dem Fall ein Java, Timezone Data Java und ein paar weitere Tools. Die hat er jetzt quasi sich aus dem Repository geholt, installiert. Wenn vorher noch eine andere Version da war, hat er die jetzt gegebenenfalls mit aktualisiert, je nachdem, welche Abhängigkeiten gerade halt dort bestehen. Im Endeffekt genau das gleiche, als wenn ich einen App-Install gemacht hätte auf dem System. So, wenn wir jetzt auf dem Client-System quasi unsere Host-Datei mal anpassen. So sieht das Endergebnis dann aus. Ich habe hier oben quasi meinen FQDN und den eigenen Namen nochmal stehen. Habe hier die anderen Sachen eingetragen. Und wenn ich jetzt hier dann sage, okay, wir löschen diese Zeilen raus und wir löschen die erste Zeile raus und dann mal abfrage, okay, ich möchte jetzt diesen Host-State wieder ausrollen auf diesem System. Dann hat das Saltmaster was bei diesem Minion kaputt gemacht. Das ist richtig. Aha. Ich würde gerne auf den Master gehen. Also ich akzeptiere jetzt nochmal den Minion-Key, damit der Salt Minion auch mit dem Master entsprechend reden kann.
So, und probiere es jetzt nochmal. Und jetzt hat er es entsprechend gemacht, die Datei quasi geändert und sagt mir hier an der Stelle, okay, ich habe diese Änderung an der Datei durchgeführt. Das zeigt er mir also als Diff dann auch gleich an, dass ich dort die Möglichkeit habe zu sagen, okay, diese Sachen sollen jetzt ausgeführt werden. Und ich kann jetzt auch hier einmal komplett den High State quasi abfragen, um alle Sachen, die auf dem Master für diesen Minion vorgesehen sind, auszurollen. Ein bisschen, dass er dort verschiedene Sachen macht. Wenn ich das über Salt Call aufrufe, habe ich grundsätzlich einen erweiterten Logging-Modus, dass ich quasi auf dem Minion direkt sehe, welche Sachen werden hier ausgeführt. In dem Fall das alles Info-Messages, was er macht. Executing State Package installed for NTP. Dann sagt er, okay, ist schon installiert worden, welche Kommandos wird er da ausführen? Und am Ende kommt er halt mit dem Ergebnis zurück. Auch hier das Host-File ist bereits wieder im korrekten Status. Brauche ich also nicht mehr benutzen. Das läuft jetzt gegebenenfalls auch ein bisschen, ist noch nicht ganz fertig. Hab also hier jetzt eine Menge an Ausgaben. Eine Sache konnte er jetzt hier nicht ausführen. Von den 11, die er ausführen oder die erfolgreich ausgeführt wurden, waren 5 mit einer Änderung verbunden. Da könnte ich jetzt also entsprechend nachgucken, okay, was ist jetzt hier kaputt gegangen vielleicht? NTP Running, Requisites were not found. Ich hatte bei dem State reingeschrieben, er soll gucken auf die Datei etc/ntp-conf. Die habe ich anscheinend in dem State nicht so richtig definiert, deswegen konnte er den Service nicht neu starten, falls sich die Datei ändert. Ist jetzt nicht so tragisch. Das heißt, standardmäßig, wenn ein Fehler auftritt, macht er alles andere erstmal weiter. Ich kann ihn aber natürlich auch so einstellen, okay, ist ein Fehler aufgetreten, vielleicht sollte ich besser abbrechen an der Stelle und dann nochmal von vorne anfangen. Das Ganze ist idempotent. Wer mit Konfigurationsmanagement System zu tun hat, kennt den Begriff vielleicht. Sprich, ich definiere einen Status, kann das so oft ausführen, wie ich möchte. Wenn dieser Status bereits erreicht ist, wird auf dem System einfach keine Änderung mehr durchgeführt. Dann gehen wir ein bisschen weiter im Text. Salt hat jetzt nicht nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe meine Sachen ausgeführt und ich gebe das an meinen Master zurück, damit er das sich schön als Text angucken kann. Ich meine, das ist schön, wenn ich das manuell ausführe. Wenn ich jetzt mehrere hundert Systeme damit manage, dann brauche ich mich da nicht mehr manuell durchscrollen, um zu gucken, ob irgendwo Fehler aufgetreten sind. Dafür gibt es sogenannte Returner. Und mit diesen Returnern kann ich dann quasi festlegen, okay, sende das nicht und nicht nur an den Salt Master, sondern sende das in eine Datenbank, an den Syslog-Server oder ähnliches, sodass ich dort dann mit den Auswertungstools, die ich benutzen kann für diese Daten, entsprechend auch was damit anfangen kann. Dass ich also dort dann den Überblick habe, okay, welche Systeme sind jetzt hier gefailt, warum sind sie gefailt, an welcher Stelle. Schönstes Beispiel hierfür ist eigentlich immer noch Formen, wo ich dann mir meine Reports angucken kann, schön grafisch aufbereitet, wo habe ich also meine Fehler. Und hier würde der Return dann einfach entsprechend an Formen gehen. Dann gibt es so ein schönes Stichwort bei Salt, das nennt sich Event-Driven Infrastructure. Was das eigentlich meint ist, ich führe eine Aktion aus und mit dieser Aktion wird dann ein Event getriggert. Sprich, ich kann gucken, hat sich dieses Host-File jetzt geändert? Wenn ja, dann führe nochmal irgendwas anderes aus. Oder ich mache einfach eine Überprüfung. Ist irgendwas im richtigen Status? Wenn ja, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann schicke ein Event. Und dann kann ich das schön demonstrieren. Zum Beispiel, was ich jetzt hier nicht mitgebracht habe, aber man könnte jetzt zum Beispiel eine Philips Hue Light dann rot aufblinken lassen, wenn irgendwo ein großer Fehler aufgetreten ist. Oder ich kann natürlich einfach irgendwo einen SMS versenden lassen und solche Sachen. Dafür ist das gedacht. Oder aber auch
wenn ich das regelmäßig laufen lasse, okay, die Load auf diesem Server hat jetzt das und das überschritten. Wenn ich einen Load Balancer verbannt habe, dass ich das dann vielleicht ein bisschen in die Breite ziehe und dann automatisiert neue Maschinen anstarte. Dadurch möchte ich halt mit dieser Event-Driven Infrastructure die Möglichkeit haben, eine dynamische Umgebung zu haben. Das ist dann in Richtung Cloud orientiert, um dort entsprechend das Ganze flexibel zu halten. Reactors execute trigger actions responding to events. Ich habe diesen Event-Bus, darüber wird kommuniziert zwischen dem Master und dem Minion. Der Master sendet da seine Kommandos, die Minions schicken ihre Returns zurück, ihre Events zurück und auf diese Events kann ich halt entsprechend reagieren. Es kann der Einfachheit halber sowas sein wie, ein neuer Minion hat sich gemeldet, was soll ich mit dem machen? Oder aber, wie gesagt, ein Fehler ist aufgetreten und ich definiere mal was komplett Eigenes. Auch das ist möglich. Um damit zum Beispiel beim Deployment dann von Applikationen sagen zu können, okay, ich habe diese Phase abgeschlossen, was soll jetzt auf dem Salt Master ausgeführt werden? Kann ich da vielleicht noch irgendwas anderes machen? Wäre eine schöne Möglichkeit, das zu nutzen. Genau, so sieht das aus, wenn ich jetzt auf meinem Master ausführe Salt, Salt Minion 01, Disperse and SRV, dann kriege ich das angezeigt. Es ist zu 11% belegt, alles ist gut. Auf dem Event-Bus sieht das Ganze dann so aus. Ich erstelle quasi einen Job für den entsprechenden Minion, sprich auf welchem Minion soll das Ganze ausgeführt werden und welche Funktionen soll genutzt werden, Zeitstempel, Argumente, alles mit drin. Und wenn der Minion dann fertig ist, kriege ich hier das Return-Event für diesen Minion und entsprechend der Wert 11%. Und Success is true. Wenn ich das jetzt nicht nur für Salt Minion 1 ausgeführt hätte, sondern für Salt Minion Sternchen, wären das jetzt in meinem Fall einmal dieses Event mit 3 Salt Minions hier drin stehen und dreimal dieser Return von jedem Minion quasi einmal, sodass ich auch jeweils auf alles, was hier drin steht, dann quasi benutzen kann in meinem Reactor, um darauf zu reagieren. Um zu sagen, okay, Disk-Percent, die Platte ist jetzt bei 99%. Vielleicht sollte ich sie einfach automatisiert vergrößern lassen, kann dann eine Funktion über Salt ausführen, die zum Beispiel damit interagiert. Ich kann eigene Events senden. Nenne hier, das ist jetzt der Event-Name. Dann benutze ich die Funktionalität Event-Send und sage Installation Done als Data, die übertragen wird. Habe dort also auch dann die Möglichkeit, das Ganze für meine eigenen Zwecke zu benutzen. Das hier, dieses B1 MyState Status Update, entspricht hier diesem Salt Job und so weiter. Das ist einfach der Bezeichner für das jeweilige Event, was dann gesendet werden soll. Dann gibt es noch Salt Beacons, die quasi mit dem System arbeiten und anhand der Systeminformationen dann Events generieren, automatisiert. Die laufen einfach dort. Es können zum Beispiel ein Notify-Beacon sein, wenn sich hier eine Datei geändert hat, sende ein Event oder Disk-Usage-Load, ist im Journal ein Eintrag, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die ich dort nutzen kann. Die triggern dann ein Event, auf das kann ich dann wiederum reagieren. Sieht dann wieder so aus, ein Notify. Im Endeffekt, wenn sich die etc-mod-d-Datei geändert hat, dann sende ein Event. So, und dann kriege ich ein Beacon-Event, ein Notify und von diesem Minion, und dann kann ich darauf entsprechend reagieren. Also hier das gleiche wieder. Der Master-Server sendet das Kommando an die Minion. Die schicken dann entsprechend über das oder generieren ein Event auf dem Event-Bus und der Reactor wird dann auf dem Master ausgeführt und reagiert darauf. Der Master hat auch eigene interne Events, auf die kann ich natürlich auch reagieren, wenn ich möchte. Ich habe dort also verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 2 Reactor-Examples für dieses Salt-Minion-Start. Sprich, wenn der Minion gestartet ist und sich beim Master meldet, wird ein Salt-Minion-Start-Event generiert. Und jedes Mal, wenn das gemacht wird, soll bitte
der Reactor Start SLS ausgeführt werden. Ist auch wieder YAML im Format alles. Und wenn ein MyState Status kommt, dann soll halt ein Status SLS ausgeführt werden. Und an der Stelle hatte ich eigentlich geplant, auch eine Demo zu machen. Die Funktionalität, die funktioniert noch nicht so ganz, fürchte ich. Deswegen würde ich die mal an der Stelle überspringen. Aber im Endeffekt, was jetzt hier zum Beispiel drinstehen könnte, ist, der Minion startet, was soll er machen? Aber wir können ja erstmal den High-State quasi einmal komplett ausrollen. Das würde dann hier in diesem SLS quasi einmal aufgelistet. Use Cases, Load Balancing, Job-Automatisierung bei einer Installation über Salt, dass ich über diese eigenen Events dann quasi sage, okay, wenn da dann steht, dann trage den jetzt in dieser Datenbank noch mit ein, dass der verfügbar ist. Oder sende einen Alert, wenn irgendwie ein Event auftaucht. Hab dort also verschiedene Möglichkeiten. So ein bisschen auch ein Monitoring-System über diese Beacons dann eingebaut. Als nächstes Thema gibt es ja noch Salt Cloud. Salt Cloud ist das, was ich vorhin erwähnte, für dieses virtuelle Maschinen anstarten, die ich automatisch mit Salt dann auf verschiedenen Systemen generieren kann. Sei es nun ein VMware, sei es eine Public Cloud, eine Private Cloud, was auch immer. Und was es im Endeffekt tut, ist, es ist ein Interface dorthin, um virtuelle Maschinen zu erstellen, zu löschen oder einfach auch nur das Ganze zu steuern, ob die da sind oder nicht. Providers brauche ich, um quasi mein Interface zu definieren zu einem bestimmten Service, der mir das bietet, mit dem ich interagieren möchte. In dem Fall Amazon EC2 als Beispiel. Das ist jetzt aus der Salt-Dokumentation. Ich brauche einfach so eine Zugangsdaten quasi, die ich dort hinterlege und kann auch unten noch mit angeben, okay, unter welchem Namen soll mein Salt Master für die Minions dann erreichbar sein. Sprich, wenn ich jetzt diesen Provider benutzen würde, um damit virtuelle Maschinen zu erstellen, dann würde dort auch gleich Salt drauf installiert sein. Die melden sich bei meinem Master an, den ich jetzt hier definiert habe und ich kann sie dann entsprechend benutzen. Dann gibt es für jeden Provider verschiedene Profile, in denen dann hinterlegt ist, okay, benutze dieses Image oder dieses Template, um eine VM neu zu generieren. Optionen für die jeweilige Instanz dann mit anzugeben, Minion-Optionen. Und sieht dann zum Beispiel so aus, mein Fancy Profile. In dem Fall ist das jetzt ein LXC-Provider, der genutzt wird. Und als Template soll Ubuntu genutzt werden, es soll also ein Ubuntu-System quasi darauf deployed werden. Mit dem Release Trusty und dem Root-Passwort Test123. Das sind die Optionen, die ich dort jetzt angebe. Und in meinem Map-File gebe ich dann quasi nur noch, oder hinterlege ich dann nur noch, okay, von Profil 1, sprich diesem Profil, sollen diese folgenden Instanzen erstellt werden: Instance Name 1, Instance Name 2. Und mit dem Profil 2 sollen dann noch zwei weitere Instanzen angelegt werden. Alles YAML. Das führe ich dann aus, indem ich dieses Map-File mit Salt Cloud quasi aufrufe und habe dann dort die Möglichkeit, diese vier Instanzen einfach anhand ihrer Profile zu generieren. Ich kann das Ganze nicht nur mit einem nicht nur mit neuen Clients machen, ich kann auch einen kompletten neuen Salt Master aufsetzen damit. Sage also hier dann entsprechend, okay, die erste Instanz soll an dem Fall der Master werden. Für die Minions soll dann dieser, für diese Minions hier unten wird dann dieser Master genommen. Und für diesen Master, der soll gleichzeitig ein Minion von my old Master sein in dem Fall. Sprich von dem System, von dem ich das gerade ausführe. So dass ich dort eine Kette der Verwaltung habe in die Cloud rein, um das Ganze für mich bequem nutzen zu können. Bietet sich zum Beispiel an, um Testumgebungen aufzubauen und dann auch relativ einfach wieder abzubauen, diese Instanzen quasi einfach einmal zu deployen und dann kann ich auf diese ersten Instanz nochmal arbeiten. Jetzt habe ich häufig aber schon ganz viele Maschinen oder auch nicht viele, aber ein paar Maschinen, die jetzt irgendwie dann
mit Salt versorgt werden wollen, auch wenn ich will ich ja nicht überall manuell jetzt hingehen, Salt installieren oder so. Dafür gibt es auch über Salt Cloud den Saltify Provider. Der bietet sich mir dann an, wo ich einfach dann hinterlege, okay, für diese Minions soll das Ganze ausgeführt werden, Option, der Salt Master soll gesetzt werden und meldet sich dann per SSH quasi dort an, installiert Salt über ein Bootstrap-Skript, über die IP-Adresse, die ich hier angegeben habe, in dem Map-File und würde das Ganze dann einfach ausführen. So, ich habe für das Salt Cloud nochmal ein Beispiel, mal gucken, ob es hier funktioniert. Wenn das Internet halbwegs mitspielt, sollte das tun. Hoppla. Salt Master. Also zum einen habe ich hier in den States zum Beispiel noch einen LXC-State, der sorgt einfach dafür, dass LXC auf der entsprechenden Maschine installiert ist, und zwar auf dem Salt 2, wenn ich mich recht entsinne. Auf dem Salt Minion 3 in dem Fall wird LXC mit installiert und gleichzeitig noch ein WordPress quasi ausgerollt. Und auf diesem Salt Minion 3 kann ich dann über LXC, was ich ja so installiert habe, quasi dann mit meinem Provider, den ich angelegt habe, das Ganze ausrollen. Das heißt, ich werde jetzt erst einmal auf dem 3er Minion den LXC-State sicherheitshalber nochmal ausführen, um sicherzustellen, dass ich dort auch das LXC entsprechend zur Verfügung habe. Der sagt mir, okay, alle Pakete, die ich angegeben habe, sind bereits installiert. Das ist für mich wunderbar. Habe ich jetzt hier also einmal meine LXC-Konfiguration. Das soll der Target sein, Provider LXC. Sprich, auf diesem Host soll einfach per LXC die Maschine oder die Ubuntu-Maschine in dem Fall dann angelegt werden. Habe dann dort das LXC Host 1 Profile hinterlegt, wo einfach drin steht, okay, als Provider soll der genutzt werden, das Template ist Ubuntu, Release, Passwort und Minion-Option. Der Master hat die entsprechende IP und der Port, auf dem die Minions sich melden sollen, ist die 4506. Und dann habe ich noch ein Map-File, in dem das Ganze entsprechend aufgelistet ist. Mit diesem Profil sollen dann entsprechend LXC Minion 1, 2 und 3 auf dem 3er generiert werden. Wobei das... my fancy profile. So, und aufrufen ist einfach Salt Cloud, dann das Map-File, was ich benutzen möchte und sage hier also meine LXC-Map. Und damit startet jetzt quasi, okay, sind alle Sachen auf dem Minion vorbereitet, kann ich also damit anfangen, ist alles gut. Dann sagt er mir hier, okay, diese Minions sollen erstellt werden, LXC Minion 2, LXC Minion 1, LXC Minion 3. Möchte ich das machen? Jo. Und dann würde er jetzt quasi diese Container erstellen und dann im Nachhinein dort das Salt Bootstrap Skript ausführen, mit dem dann das Salt installiert wird auf dem System und dann von dort aus das Ganze registrieren an meinem Salt Master. Das würde jetzt ein kleines bisschen dauern, hätten also Zeit für Fragen, wenn es welche gibt.
Die Frage ist, ob jetzt da ein Unterschied zwischen State.apply und State.sls ist, was ich in meinen Folien hatte. State.apply ist die generelle Funktion. Wenn ich das ohne einen weiteren Parameter aufrufe, würde es den High-State quasi ausführen. Wenn ich State.apply mit einem weiteren Parameter aufrufe, würde es State.sls ausführen. Also in dem Fall für den Zweck, wenn ich ein einzelnes ausführen möchte, ist es genau das Gleiche. Keine weiteren Fragen. Gut. Ja, ich weiß nicht, lohnt sich vermutlich jetzt nicht, hier noch großartig zu warten. Was dann passieren wird, ist, wir werden quasi auf dem Salt Master die Anfrage für neue Minions sehen, dass dort also quasi neue Minions dann eingetragen worden sind. Und auf die könnte ich das Ganze dann wieder weiter ausrollen. Je nachdem, wie schnell das Internet hier ist, wird das jetzt einen Tacken dauern. Von daher, würde ich sagen. Einen hat er noch. Es würde auch KVM gehen, aber nicht KVM direkt. Also ich brauche ein Management-Interface. Es gibt Libvirt, es gibt Proxmox, was ich da verwenden könnte, solche Sachen. Oh, ich habe die Frage nicht wiederholt. Die Frage war, ob das jetzt nur mit Containern geht oder auch mit Sachen wie KVM, also virtuelle Maschinen dann generell. Gut, dann danke.